So, ich habe mir aus Madeira die Frucht einer Monstera deliciosa schicken lassen. Ist ja eine sehr beliebte Zimmerpflanze hier in Deutschland und ich glaube, viele Leute wissen nicht, dass die auch essbare Früchte hervorbringen kann. So sieht das Ganze aus. Ich habe neulich auch in der Gärtnerei eine blühende Pflanze gesehen. Die war gar nicht so groß, also die müssen anscheinend nicht unbedingt monströs sein, bevor die blühen können. Ich habe bei meinen Eltern auch eine Pflanze, die habe ich, glaube ich, mit 14 ungefähr bekommen zum Geburtstag. Und die hat wirklich schon riesige Blätter, aber da waren bisher noch gar keine Knospen. Das dauert hier auch mehrere Jahrzehnte, bis da sich überhaupt mal was tut. Es sei denn, man hat einen Wintergarten oder irgendwas, wo die Temperaturen halt stimmen. So. Man kann die nicht einfach so essen. Also es gibt wahrscheinlich Leute, die denken, oh, man kann es essen. Pull die Dinger mal ab und beiß rein. Sollte man nicht machen, weil das Gefühl beschrieben wird, als würde man in säuregetränkte Glasscherben zerbeißen. Also das muss wirklich höllisch brennen auf der Zunge. Die haben nämlich so einen Stoff drin, den man auch in unter anderem Rostentfernern findet. Das heißt, ich werde die Frucht jetzt in ein Glas stellen, eine Tüte drüber stülpen und sobald diese Schuppen von allein abfallen, kann man das Fleisch drunter essen. Die riecht auch sehr tropisch, fruchtig, also richtig toll. Hab ein kleines Stück schon probiert. Da sind so schwarze Stückchen, die man sieht, die nicht weiter schlimm sind. Die kann man auch mitessen. Weiß gar nicht genau, was es ist. Aber hier sieht man schon, dass die sich lösen und man sollte nicht versuchen, die von allein abzupulen. Also die müssen wirklich dann abbröckeln und ja, ich werde es erstmal in ein Glas stellen. Und jetzt dauert es wahrscheinlich ein paar Tage, bis die dann richtig reif ist zum Essen. Wo man die Teile da schon essen könnte. So, die Tüte habe ich relativ zügig wieder entfernt, weil die von innen beschlagen ist. Ich wollte nicht, dass das Ganze anfängt zu schimmeln, denn da hat ja dann niemand was davon. Und die Tüte war eigentlich dafür gedacht, dass keine Obstfliegen rangehen. Da war jetzt aber keine einzige, also die scheint nicht sehr interessant für die zu sein. Dann ja, sind jetzt die Schuppen von alleine abgefallen. Da hängt jetzt eine. Auch im Glas sammeln die sich. Hier liegen jetzt auch nochmal welche, die duften auch ganz extrem süßlich, fruchtig. Und ich habe jetzt das Problem, dass ich eine relativ empfindliche Zunge habe. Also ich kann auch keine Ananas essen, ohne dass mir danach die Zunge brennt. Und bei denen ist es teilweise auch so. Also die Stückchen, in denen die Kerne sind, da merkt man davon gar nichts, aber so ein paar andere, da hat es schon leicht auf der Zunge gebrannt. Gibt wahrscheinlich auch andere, die da ein bisschen empfindlicher sind gegenüber dieser Säure. Und ein Freund hat mir jetzt geraten, dass ich dieses Stück einfach unter fließendes Wasser halte. Und dann seht ihr vielleicht diese kleinen weißen Pünktchen. Die kann man mit dem Buttermesser dann so abschaben leicht. Und dann ist dieses, ja, brennen wohl nicht mehr da. Ich probiere es einfach mal und berichte euch dann gleich davon. So sieht das Ganze jetzt aus. Ist jetzt etwas dunkler geworden, etwas matschiger. Und dann zieht man diese einzelnen Teile hier so raus und kann die dann essen. Schmeckt sehr fruchtig. Ja, überwiegend nach Ananas, aber ist irgendwie doch ganz anders. Das Komische ist, mein Freund hat die ja am Anfang auch immer probiert und da hat er gar nichts gesagt. Jetzt, wo ich das abgeschabt habe und jetzt, wo es bei mir nicht mehr brennt auf der Zunge, meinte er dann auf einmal, dass es irgendwie auf der Zunge sticht. Kann es nicht nachvollziehen, aber das scheint bei jedem irgendwie anders zu sein. Ich hätte nie gedacht, dass die Frucht so gut schmeckt. Es ja doch eine sehr unscheinbare Pflanze ist. Typische Zimmerpflanze, Grünpflanze. Und das sieht dann nicht mal ganz so appetitlich aus. Hier seht ihr noch mal ganz schön, wie sich die Schuppen lösen. Kann man dann einfach so leicht abstreifen. Auch hier, also man kann fast dabei zuschauen. Irgendwie machen die süchtig.
So, das war die Monstera Deliciosa, das Fensterblatt. Wenn ihr mal an eine Frucht kommt, probiert es auf jeden Fall. Die sind super lecker und ich glaube auch im Urlaub hat man wahrscheinlich eine höhere Chance, die zu finden. Und das hätte ich fast vergessen, die hat auch Samen. Die sind relativ groß, hätte ich gar nicht erwartet. Und ich werde testweise mal ein paar einpflanzen, mal gucken, wie die Sämlinge aussehen. Ich habe nämlich immer nur ältere Exemplare gesehen, die über Stecklinge vermehrt wurden. Ich wusste gar nicht, dass die Samen haben.